Hallo Happy People, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Genau gesagt, es ist ein Shopping-Vlog heute. Eigentlich wollte ich heute Videos drehen, ganz normale Videos drehen in meinem Setup und so zum Thema Hochzeits-Make-up. Denn wir sind in einer Woche, gibt es eine Hochzeit von unseren Freunden. Und ja, wollte ich eigentlich ein paar Make-up-Looks schminken. Ich habe zwei in Aussicht, was ich machen will. Aber ich kann mich nicht entscheiden. Und ja, eigentlich ist es so, ich gucke gerade, was draußen ist. Hallo, in die Kamera gucken, Anastasia. Eigentlich ist es so, dass mein Mann gestern seinen Anzug anprobiert hat und er passt nicht, so wie ich mir schon gedacht habe. Und ja, und ich habe zwei Farben in Auswahl, zwei Outfits, einmal in das Orangenkleid und einmal so ein pinkes Outfit, das muss ich euch zeigen. Ich kann mich aber nicht entscheiden. Und ich habe gesagt, such dir was in Pink, also nicht Anzug, sondern ein Hemd oder eine Krawatte oder Manschetten oder meinetwegen Anstecktuch. Oder in Rosa heißt das, nicht Pink, ich glaube, das ist Rosa. Oder in ein oranges Hemd, damit er zu mir passt. Jetzt habe ich gedacht, ich passe mich ihm an. Also das, was er heute findet, deswegen fahren wir heute in die Stadt, darauf werde ich mich anpassen. Und dann habe ich auch noch gedacht, ja, heute zu drehen ist einfach irgendwie unpassend. Ich schminke ein Hochzeits-Make-up, aber ich sehe nicht danach eine Hochzeit aus. Also die Haare, ihr seht, hallo, der Ansatz ist mega groß. Und die Nägel, Leute, der ist sogar hier abgefallen. Die Nägel. Die müssen weg und das wird heute Abend passieren. Also die Nägel werden heute Abend gemacht. Zum Friseur gehe ich morgen und hoffentlich drehe ich dann Mittwoch das besagte Video. Dann weiß ich auch, welche Farbe ich mache. Ich habe gedacht, ich mache einfach beide. Ein Video für rosa Make-up-Look und ein Video für orange Make-up-Look. Und ich glaube aber auch, oranges Make-up-Look ist ein bisschen mal was anderes und ein bisschen, das macht ein bisschen neugieriger und so. Ich weiß auch nicht, ne? Deswegen gehen wir heute in die Stadt, um ihm einen Anzug zu besorgen und passendes zum Outfit. Und ich habe auch keine rosa Tasche. Orange hätte ich was, aber das ist einfach viel zu klein. Mal gucken, vielleicht finde ich was Besseres. Und ich habe keine rosa Schuhe. Ich habe pinke Schuhe, in denen ich eigentlich auch nicht laufen kann. Und das Wetter ist wechselhaft. Wir wissen nicht, wie das Wetter am nächsten Samstag wird. Ich hoffe sehr gut. Und wenn nicht, brauche ich auch noch ein passendes Jäckchen dazu. Ja, ich habe einiges, was ich noch holen muss. Also unten eine passende rosa Tasche, rosa Schuhe für mich. Vielleicht mal auch neues Schmuck. Ich habe dieses Jahr noch keinen Schmuck gekauft. Ich habe nur so, ja, Standardsachen, die eigentlich auch schön sind. Eigentlich bräuchte ich keinen neuen Schmuck, aber mal gucken. Ja, dann wollte ich noch eine Maske holen, die von Dr. Yart endlich, die ich schon so oft beäuglet, also drumherum geschlichen habe, aber immer zurückgelegt habe, weil sie teuer ist. Die kostet 6 Euro, wenn nicht 7 oder 8 Euro. Und diesmal gedacht, für die Hochzeit hole ich die mir. Ich hole mir, glaube ich, zwei Stück. Einmal für Mittwoch oder für Dienstagabend nach dem Friseur und dann kurz vor der Hochzeit, ne, damit meine Haut strahlt. Und ja, ich muss auch meine Haut jetzt ein bisschen mehr pflegen und so. Und ich fange gleich an, indem ich jetzt Brottrunk trinke, weil Brottrunk ist so mega gut. Jedes Mal, wenn ich das trinke, nach zwei, drei, meinetwegen 4 Tagen, fängt meine Haut besser zu werden. Das ist so, so gut. Aber ich müsste das eigentlich jeden Tag trinken, ne? Also ich müsste das wirklich jeden Tag trinken. Aber ich bin einfach zu faul und es schmeckt auch ehrlich gesagt nicht wirklich gut, dass man das jeden Tag trinkt. Wir sind einfach, also mein Mann und ich eigentlich beide, wir sind keine Menschen, die täglich irgendwas nehmen. Wir vergessen es, wir haben keine Lust drauf oder keine Ahnung. Deswegen sind auch meine Fruitify-Produkte, die übrigens jetzt auch immer unter dem Video verlinkt. Yay! Ich bin jetzt YouTube-Partner geworden. Das heißt, ich habe jetzt mehr ein paar Möglichkeiten jetzt auf YouTube zu machen. Wie zum Beispiel Kanalmitgliedschaft machen. Das habe ich aber jetzt nicht gemacht, weil ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich muss mich da reinsteigern. Dann halt könnt ihr mir jetzt auch diese super Likes, super Thanks geben, was ich sage, okay, bitte nicht, weil ich will nicht, dass ihr euer Geld für irgendwie Sinnloses ausgibt, ne, weil damit könnt ihr was Besseres entwickeln. Shoppt einfach über meine Links. Das wäre das Beste. Und ich kann, ja, wie gesagt, jetzt mein Merch eigentlich und sowas halt darunter verlinken, sind aber die Produkte, die wir verkaufen, verlinkt. Und das war's dann auch schon. Also daraus ziehe ich aus dieser Möglichkeit jetzt diese Kanalmitgliedschaft oder
Partner, YouTube-Partner-Dings. Ne? Mal gucken, die nächste Stufe ist 1000 Abonnenten und 4000 Abspielzeiten. Das wird aber wahrscheinlich echt noch ewig dauern. deswegen, ja. Aber ich habe schon mal eine kleine Stufe erklungen und ich bin da ein bisschen stolz drauf. Wir haben es auch noch nicht gefeiert, ehrlich gesagt, irgendwie. Muss man feiern, weil man muss auch kleinere Erfolge feiern. Leute, das muss man wirklich machen. Auch kleinere Erfolge feiern im Leben. Ja, das ist To-Do-Liste für heute. Wahrscheinlich gehen wir dann auch danach ein bisschen was essen. Irgendwo auch in der Stadt, nichts Besonderes. Und dann geht's heute Abend Nägel machen. Und morgen Friseur. Und dann hoffentlich fühle ich mich dann wieder besser und fresh und so. Und ja, bin ich hochzeitstauglich, hochzeitsgasttauglich, ne? Ja, achso, ja, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich dachte, ich zeige euch mal die zwei Outfits, die ich dann zur Hochzeit anziehen kann oder will, oder aber ich weiß noch nicht welches. Das Problem ist, dass ich hole mal die Sachen. Moment. First of all, mein Outfit of today. Das sind Shorts, T-Shirt und dann meine Sneaker. Irgendwann ziehe ich die an. Aber ich weiß nicht, ob ich so bleiben will. Wobei, es ist schon warm genug. Aber das Wetter ist heute nicht so gut. Na egal. Also, Outfit Nummer 1 habe ich euch mal gezeigt in meinem Florida Fashion Haul. Das ist dieses Kleid mit diesen Schuhen. Und dann bräuchte ich halt dazu noch passendes Jäckchen, falls das Wetter nicht so gut ist. Oder abends kühl wird. Ich finde das richtig schön. Und hier hat mein Mann eigentlich mehrere Auswahl. Der könnte eigentlich trotzdem so ein rosa Anstecktuch kaufen. Und da würde trotzdem zu mir noch passen. Ne, das ist Outfit Nummer 1. Und das könnte ich eigentlich auch zu unserem Hochzeitstag tragen. Wir haben nämlich am 12. September Hochzeitstag. Und die haben am 14. Und ich könnte das zu unserem Hochzeitstagabend tragen, irgendwo schönes was essen, ein bisschen feiern oder so. Keine Ahnung, eigentlich haben wir das nicht geplant. Wir wollten zuerst, aber dann haben wir beschlossen, nee, dieses Jahr machen wir halt wieder zu Hause. Und ja, ruhig und so. Es wird der 9. Hochzeitstag, Leute. 9. Hochzeitstag. Und ja, dafür hätte ich diese Tasche. Aber irgendwie passt das nicht ganz dazu, ne? Ja, mal gucken. Und ich finde die einfach viel zu klein. Das war so ein bisschen mehr oder weniger Fehlkauf. Ich glaube, diese Tasche gab es halt in zwei Größen. Und ich glaube, ich habe aus Versehen die kleinere Größe erwischt. Aber da passt halt wirklich gar nichts rein, Leute. Und ich finde den Schultergurt eigentlich voll schön. Der glitzert nämlich mega gut in der Sonne. Ich bin Glitzer, Leute. Ich sag's euch. Damit kann man mich immer catchen. Ja, so, und Outfit Nummer 2 zeige ich euch jetzt auch gerade. Ja, Outfit Nummer 2 wäre das hier. Das sind zwar pinke Schuhe, also wirklich richtig pinke Schuhe, aber ich finde, die passen nicht wirklich dazu. Finde ich ein bisschen zu much. Und ich kann da drin auch nicht wirklich laufen, das ist ziemlich anstrengend. Das ist der Rock aus meinem letzten Fashion Shopping Day aus Frankfurt, von Zara. Und das steht so ein bisschen ab. Ich muss das mal anziehen heute Abend vielleicht mal. Und dann dieses Oberteil aus meinem anderen Vlog, Shopping Day Vlog in Metzinger. Das ist der das Oberteil von Job, das ich jetzt bis jetzt ein paar Mal getragen habe. Ich finde, das würde ganz gut zusammenpassen. Nur die Schuhe halt nicht wirklich ganz dazu. Ich habe gedacht, diese weiße vielleicht anzuziehen, aber ist mir zu klobig irgendwie. Und vielleicht die silbernen, die hier, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oh, ich könnte den zurück heute mal anziehen. Ja, und die anderen sind einfach, die sind einfach zu hoch. Also ich hätte Glitzerschuhe wirklich, die vielleicht sogar dazu passen würden. Aber die sind einfach zu hoch. Ich kann damit einfach nicht laufen. Also einmal dieses Outfit oder dieses Outfit. Das wird sich heute dann herausstellen. Mal gucken. Ich finde, ich glaube, das würde passen. Ist auch ein bisschen, ich weiß nicht, wie die Hochzeit sein wird. Wird das ein bisschen too much für die Hochzeit? Oder ist das eher so dieser Stil, ganz locker? So, I don't know. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich heute
das wird, weil rosa Sachen sind ein bisschen schwer zu kriegen. Keine Ahnung. Ja, wir werden sehen. So, und ich überlege, ob ich so bleibe oder nicht. Ich weiß es nicht. So ein bisschen. Keine Ahnung. Naja. Wir werden sehen, wir werden sehen, wir werden sehen. So, ich habe jetzt doch das Outfit getauscht. Ich glaube, das gefällt mir besser. Das ist eigentlich ein Anzug. Dafür gibt es noch ein Hemd, aber ich glaube, das Hemd werde ich bei Vinted wieder verkaufen, weil irgendwie fühle ich mich da drin nicht wohl. Es ist irgendwie viel zu groß, weil es so oversized ist. Aber das ist die dazu passende Hose von Zara. Die ist ein bisschen eine Nummer größer gemacht, aber die hat hier so ein Seil, Schnur zum Zumachen, also von daher. Es ist kein Reißverschluss, es ist fake. Es hat Taschen hier, so sieht es locker aus und ich liebe schwarz-rot. Und ja, das T-Shirt ist von C&A. Vielleicht hole ich mir noch ein paar T-Shirts davon, weil die sind echt bequem, super bequem. Und ja, voll cool mit dem, nennen sie es Dreiviertelärmel oder Einviertelarm? Keine Ahnung. Ja, das wird jetzt das Outfit of the Day. Dazu nehme ich meine ganz normale Tasche noch von Coach. Die trage ich am liebsten, weil die habe ich auch schon lange nicht mehr getragen. Diese hier von Armani, die passt auch besser, ne? Ich glaube, ich nehme die heute. Ja, die nehme ich heute. Genau, die ist cool. Die passt auch mit dem Gurt zusammen. Oh, das ist ein perfektes Outfit. Okay, also das ist mein Outfit of the Day. Voll cool, ey. Hallo, es ist der nächste Tag. Ich habe gedacht, das wird ein Shopping-Vlog. Nee, das wird kein Shopping-Vlog. Wir haben hauptsächlich für meinen Mann geshoppt und irgendwie hatten wir dann gar keine Zeit mehr für mich. Das Einzige, was ich gefunden habe, sind Schuhe für mein Outfit, aber mit dem bin ich auch nicht so ganz zufrieden. Ich zeige euch die gerade mal. Das ist bei so einem Outlet-Store und ihr könnt vielleicht sehen, die passen zu diesem Oberteil, eben den Riemchen. Und das waren die einzigen, die, wo ich gesagt habe, okay, die tun nicht weh, die fühlen sich bequem an. Es ist auch eine Größe, nur es ist auch eine Nummer größer, 39, ich habe eigentlich 38. Aber es hat sich auch ganz gut angefühlt. Ich wollte das dann, ich denke mal, heute Abend probiere ich das im ganzen Outfit und gucke, ob das so passt. Ja. Ja, und die Marke kenne ich auch nicht, ich weiß. Ach doch, ich kenne die Marke. Das ist sogar eine meiner Lieblingsmarken, Marco Tozzi. Und wenn man so da reinschlupft, ist die Sohle. Manchmal denke ich, Marco Tozzi und Tamaris sind die gleichen Marken, dass die Sohle hier so mega weich ist. Ja, deswegen kommen die wahrscheinlich zu dem Outfit, zu dem pinken Outfit. Mein Mann, ich hoffe, ich kann ihn überreden, dass wir so ein Reel machen zusammen, so ein Outfit-Reel. Mein Mann hat sich so ein Babyblau, also wir haben zwei Anzüge gekauft. Wir waren zuerst bei Engelbert, oder Engelbert, doch Engelbert. Und da haben wir einen Anzug, oder nicht einen Anzug indirekt, aber halt einen Blazer, ein Hemd und eine Hose gekauft. Und dann waren wir später bei Peek und Kloppenburg, weil ich ja nach Schuhe gesucht habe, aber gab es keine Schuhe. Und dort haben wir noch einen Anzug gesehen, der sogar günstiger war. Und zwar, ich weiß nicht, welche Marke das ist, aber es ist Babyblau. Also Babyblau und Rosa oder Pink passen ja super zusammen. Wir haben noch bei Amazon so ein pinken Anstecktuch reingesteckt, gekauft. Das ist heute auch gekommen, es passt auch. Wahrscheinlich werden wir das auch nehmen. Ja, wir sind sehr zufrieden. Es ist mal was anderes für ihn, weil sonst macht er immer so dunklere Farben. Aber das ist mal was anderes. Und ich glaube, damit rechnet, glaube ich, keiner, der den kennt, dass in so eine Farbe kommt. Es scheint die Sonne nicht, deswegen, also wir hoffen, dass es ein bisschen die Sonne scheint, aber ich denke mal, das wird nicht so sein. Weil für das Wochenende ist leider kein gutes Wetter vorausgesagt. Sogar vielleicht, wahrscheinlich sogar noch kühler. Deswegen bräuchte ich noch ein Jäckchen dazu. Mal gucken, ob ich eins finde. Mal schauen. Aber heute geht es erstmal zum Friseur. Und da werde ich jetzt wieder hübsch gemacht. Ich will die mal fragen, ob sie mich nochmal blonder macht. Ich weiß nicht, normalerweise färben wir immer den Ansatz. Und dann machen wir Strähnchen.
Aber ich will noch mal blonder werden. Ich möchte gerne mehr weißer werden. Ich vermisse das so richtig. Mal gucken. Und dann denke ich mal, wie immer, werden noch Augenbrauen und Wimpern gemacht. Und morgen haben wir ganz spontan entschlossen. Ich weiß nicht, was ich gestern schon erzählt habe in dem Vlog. Aber egal. Mein Mann hat spontan beschlossen, dass wir doch jetzt wegfahren. Morgen früh um 9 Uhr. Wir fahren zu so einer Therme mit Spa-Bereich. Das soll eine Überraschung werden. Ich weiß es nicht. Und dort verbringen wir den Tag. Dann machen wir uns abends fertig. Und ich trage dann das orange Outfit zu unserem Date Night, zu unserem Hochzeitstag. Wir feiern quasi so in den Hochzeitstag rein. Das haben wir auch noch nie gemacht. Und am Hochzeitstag wollen wir dann so ein Hochzeitsfrühstück irgendwo machen. Irgendwie so Hochzeitstagsfrühstück oder so. Und dann kommen wir Donnerstagabends wieder zurück. Genau. Das ist so der Plan. Und ich hoffe, ich kann Freitag ein bisschen arbeiten. Ich möchte gerne meinen Look für die Hochzeit abfilmen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Irgendwie so Probe schminken quasi schon. Ja, das ist jetzt so der Update. Also so wirklich Shopping Day wurde es nicht, weil ich hab nur so gefilmt, wie wir so Garage entlang gehen und dann so zu Galeria Kaufhof reingehen. Das war's. Mehr habe ich nicht gefilmt. Ich habe nicht gefilmt, wie wir gegessen haben. Ich habe das nicht getan. Deswegen habe ich beschlossen, ich will das Filmmaterial jetzt nicht vergeuden und nehme mich einfach zum Friseur nochmal mit. Vielleicht freut ihr euch drauf. Und ich hoffe, wir kriegen das hin, dass wir nochmal blonder werden. Das ist jetzt der Update. Ich will aber vorher was essen, weil ich habe riesen Hunger. Ich dachte, ich snacke ein bisschen und dann gehe ich los und ich darf filmen. Und Leute, ich habe für die Mädels was mit, natürlich in meine eigene Sache. Ich zeige euch gleich. Ich nehme für die Mädels ein Paket mit in all unseren Produkten, die ihr jetzt übrigens unter jedem Video sehen könnt. Das habe ich ja erzählt, glaube ich, ne? Und wenn ihr bestellt, erwartet euch so ungefähr so das Paket. Ich will es jetzt nicht aufmachen, weil ich will das jetzt nicht versauen. Ungefähr so sieht das Paket aus. Da kommt noch so ein orangenes Band drüber, damit es natürlich niemand aufmacht. Aber so sieht das Paket aus. Und wir werden bei der nächsten Bestellung doch vielleicht weiße Kartons nehmen, weil das ist ein bisschen als edler und schöner dann. Und die sind wohl günstiger als die braunen. Ich weiß zwar nicht warum, aber okay. Also, wenn ihr Bock habt, bestellt unbedingt und schreibt mir in die Kommentare, ob ich hier so ein bisschen die Produkte näher vorstellen soll oder nicht. Ich persönlich habe die fast überall dabei. Im Auto, in meiner Handtasche, bei der Arbeit, in meiner Handtasche, hier an meinem PC und im Schlafzimmer. Ihr könnt überall eine Sorte verteilen, so quasi. Im Auto zum Beispiel Vitamin B12. In der Tasche habe ich jetzt zum Beispiel Vitamin C. Vom PC habe ich sogar die Kids All-In drinne. Die sind sehr, sehr süß. Schmeckt nach Kiba. Ginger Shorts habe ich irgendwo noch verteilt. Also ich habe überall irgendwo was verteilt. Und bis jetzt alle, die diese Fotos bekommen haben, haben auch alle positiv gesprochen. Die kriegen auch positiven Feedback halt. Die schmecken sehr gut und so. Und ja, ich will jetzt nicht so viel darüber reden, weil ihr sollt das... Die Marke soll für sich sprechen, aber jemand muss sie ja verbreiten. Also, das ist so das Update. Ich werde jetzt was essen und dann gehe ich zu meinem Friseur los. Ich bin so gespannt. Ich habe auch... Ich ziehe auch zum Friseur meine alten T-Shirts an, damit die, wenn da was daneben geht, dann auf meine alte T-Shirts. Gut. Genau, so. Ich leg los. Bis gleich. Thank you.
zurück zu Hause. Ich habe jetzt zum Schluss nicht mehr so viel gefilmt, weil wir machen eh immer dasselbe. Kann ich euch verlinken, da ist ein ultra langes Video. Also Friseurbesuch XXL oder so. Da könnt ihr halt ein bisschen sehen, da ist ein bisschen mehr drauf. Aber ja, ich bin jetzt ein bisschen blonder. Wir haben die Strähnchen einfach ein bisschen dicker genommen. Die hat gesagt, sie will jetzt nicht noch viel blonder gehen, sonst gehen die kaputt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe extremen Haarausfall. Ich weiß nicht, ob die einfach abbrechen, was ich eher weniger glaube, sondern die fallen eher raus wahrscheinlich. Aber vielleicht abbrechen, ne? Also es gibt keine Haare, die nicht abbrechen. Aber gut. Auf jeden Fall ist das jetzt das Endergebnis. Ich bin jetzt wieder blonder. Wie gesagt, wir haben einfach ein bisschen dickere Strähnen genommen. Und ja, eigentlich dann wieder dasselbe geschnitten. Also es gibt jetzt nicht viel was Neues, sondern einfach nur, dass ich wieder ein bisschen blonder bin als vorher. Ja, mal gucken, ob ich soweit schaffe, aber mich juckt schon wieder so dunklere Haare zu machen, weil ich habe ein altes, ganz altes Foto ausgegraben, da habe ich rote Haare, dunkelrote Haare, schon Bordeaux oder Kastanienbraun und das sieht auch mega gut aus eigentlich. Aber ich weiß ganz genau, ich bin halt eine Blondine vom Herzen aus, egal wie oft ich versucht habe, dunkel zu färben. Ich habe es nicht lange ausgehalten und bin wieder zu blond gegangen, weil das geht nicht. Dunklere Haare sind gesünder als blond, das muss man einfach zugeben und auch günstiger, aber ich bin im Herzen einfach eine Blondine. Ja, und Augenbrauen und Wimpern haben wir jetzt auch gefärbt wieder, das ein bisschen heftiger aussieht als sonst, aber es wird ja wieder minimal werden. Und Wimpern haben wir auch gefärbt, aber sieht man nicht, weil ich keine Wimpern mehr habe. Ich habe schon ewig kein Wimpernserum mehr genommen. Ich merke es auf jeden Fall. Ich habe jetzt seit ein paar Tagen angefangen wieder zu nehmen von Dr. Massing. Aber ich glaube, ich muss neu bestellen, weil ich glaube, der hat nicht mehr so eine große Wirkung wie früher. Keine Ahnung. Wisst ihr, könnt ihr mir vielleicht ein Wimpernserum empfehlen, wo ihr wisst, dass es hormonfrei ist? Hormonfrei und tierversuchsfrei am besten noch. Und vegan am besten noch. Könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben? Könnt ihr mir da was empfehlen? Ich würde mal gerne nochmal umschauen. Weil das von Dr. Marcin kostet, glaube ich, um die 50 Euro. Lash-Kokain ist super, aber nicht hormonfrei. Ja, dann gibt es da dieses, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das heißt, so eine schwarze B2M, habe ich auch schon vergessen. Das ist so teuer. Und diese silberblaue, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Wie heißt die denn? Ich weiß nicht, ich muss mal nachgoogeln, ob die vielleicht hormonfrei ist und tierversuchsfrei ist. Und so. Und vegan. Muss ich mal googeln. Aber wenn ihr es wisst, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Vielleicht sollte ich mal mit der nochmal versuchen, weil die war auch gut. Die ist zwar auch teurer, aber die ist gut. Ich muss mal googeln. Ich will halt keine Hormone mehr haben, weil die das hier dunkler machen. Die Hormone sind dafür verantwortlich, dass es dunkler macht. Und durch die Schichtarbeit habe ich sowieso schon Augenringe. Und dann noch das hier, dann wird es halt schlimmer. Und seitdem ich hormonfrei nehme, ist es nicht mehr so arg. Ne? Ja. Ich werde mich gleich, wir essen gleich. Und dann werde ich mich an mein Video setzen, an meinem DM-Haul. Der ist bestimmt dann online, bevor das Video kommt. Und dann muss ich noch einen Beitrag für Fruitify machen und dann packen. Noch. Und dann ist mein Tag fertig. Ja. Na gut, also, falls euch dieser Vlog gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und schaut in die Infobox, schaut bei Fruitify vorbei. Und ansonsten abonniert diesen Kanal. Und ja, wie immer bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für eure Zeit, fürs Zugucken, für eure Unterstützung, wenn ihr Daumen und Kommentare geschrieben habt. Und ja, dafür bedanke ich mich ganz herzlich und ja, wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen positiven Tag. Der Sommer ist ja leider schon vorbei. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns dann wieder in einem neuen Video. Bis dann.